Haben wir erwähnt, dass das die dämonische schwarze Ritterrüstung ist? Und sie besteht vielleicht vollständig aus Indurium. Das ist ein guter Aha. Punkt. Vollständig aus Indurium. Richtig. Das ist ja was. Ha. Und mit ganz vielen bösen Zaubern. Wollt ihr nicht erst diesen Dämon rausbrennen oder so? Und den Dämon hat Ingerims Macht mittlerweile sicherlich gebannt. Wollen wir hoffen. Na, das ist doch positiv. Dann rufe ich einfach einen elementaren Diener, der macht uns die Rüstung auf. Was benötigt ihr für diese Besch Anrufung? Naja, ich benötige am besten reines Erz. Je reiner, desto besser. Ich benötige Geschenke für den Diener und vielleicht einen etwas passenderen Ort, der von Erz geprägt ist. Hier in Gareth selbst, ich weiß ja nicht, den ganzen Bruchstücken von der Festung, der Dämonenbrache um die Ecke. Eine Schmiede vielleicht? Ja, das wäre schon mal was, ja. Wie wäre es mit dem Ingrim-Tempel, dem alten Ingrim-Tempel? Dieser müsste vollständig aus Stein bestehen. Ja, das dürfte funktionieren, auf jeden Fall. Da die Macht des Erzes sicherlich größer als. Ja, hier. Aber müsst ihr einem solchen Sphärenwesen denn wirklich auch noch Geschenke machen? Solltet ihr es nicht unter euren Willen zwingen? Ich zwinge das doch nicht unter meinen Willen. Also, ich bitte euch, was denkt ihr denn? Das ist ein Wesen Sumus. Es unter meinen Willen zu zwingen. Ich bitte es um einen Gefallen. Welchen Zweck hat Magie, wenn ihr sie nicht kontrollieren könnt? Um einen Gefallen bitten. Aber mir hört euch das an. Ja, das ist die richtige Vorgehensweise. Überlasst das Zauber den Zauberern. Wir reden euch auch nicht da hinein, wie ihr zu Das Gott letzte Mal, Preios als wir das beten Zaubern solltet. den Zauberern überlassen haben, habt ihr den Kontinent in einen Krieg gestürzt. Ja gut, dann mache ich's halt nicht. Seid nicht albern, natürlich werdet ihr das tun. Lass Jalan ihn. wird sich eurer Expertise beugen. Sicherlich wird er das. Jalan, was ist los? Habt ihr auf was Falsches gebissen? Ihr klingt so seltsam. Ich verlasse mich hier einfach mal auf den Rat der werten Magistra. Und ich tue gut daran. Hesinde ist mit euch. Wir sind es mit uns allen, wenn das gut gehen soll. Aber dann haben wir es, oder? Naja, also das würde funktionieren. Denke ich mal. Ich werde ihn dann einfach bitten, die Scharniere zu lösen oder wie auch immer diese Rüstung. Und seht ihr, das ist unser Problem. Es gibt keine Scharniere. Sie wurde zugeschmiedet und teilweise auch vernagelt. Ich Ihr muss auch seht. sagen, ich meine, die Gelenke sind natürlich absolutes Stümperwerk. Die hat man einfach zugemacht und fertig. Aber der Harnisch an sich, der bewegt sich ja nichts dran. Er ist eigentlich ganz gut. Wir sollten mal schauen, ob man den irgendwie brauchbar machen kann. Die Person wurde tatsächlich in die Rüstung hineingeschmiedet. Vielleicht solltet ihr erstmal die Rüstung begutachten, um zu entscheiden, welche Art von Elementar ihr beschwören müsst. Das ist eine sinnvolle Idee. Ich dachte jetzt, es wäre eine einfache Rüstung mit. Na gut, offensichtlich ja nicht. Dann schaue ich mir die mal an. Ja, gesättigt wie ihr seid, könnt ihr dann nach draußen in den Garten treten und an die Remise heran. Direkt neben der Remise steht ja auch euer Stall, wo ihr mittlerweile die vielen Pferde begutachten könnt, die Kiaras von seinem eigenen Geld besorgt hat, und auch eine weiße strahlende Quadriga, die dort steht. Die Symbole aus dem Reich von Beshirasch natürlich abgefeilt. Ja, aber so könnt ihr euch die Rüstung begutachten, die Rafim hierher geschleppt hat. Was Boltax auffällt, ist, dass hier wohl noch ein menschliches Wesen drin steckt, mit abgetrenntem, abgeschlagenem Kopf. Ja, und die Rüstung verfügt über keine Nähte, also die Person ist tatsächlich in die Rüstung eingearbeitet. Endurium. Naja, ich denke, wenn mein elementarer Diener Kontrolle über das Element ausübt, könnte er die Rüstung schon öffnen. Das ist sicherlich machbar. Naja.
Nun, dann wollen wir mal gucken, dass wir das noch hinkriegen, nicht wahr? Volles Vertrauen zu euch. Macht doch immer, was nötig ist. Gestattet, dass ich euch bei eurer zauberischen Ausführung beobachte. Ich lerne gerne von fremden Kulturen und fremde Zauberei. Nur zu, aber weiß nicht, ob ihr da viel mitnehmen könnt. Nun ja, man lernt immer. Wie sollt ihr euch ein Beispiel an mir nehmen? Also könnt ihr die Rüstung, schwer wie sie ist, wieder in Richtung Innenstadt tragen. Mit der Hilfe von Igna und Rafim dann in Richtung des Ingrim-Tempels gehen. Na, wir brauchen aber noch... Nun, wie gesagt, am besten Erz in einer möglichst reinen Form und die Geschenke. Was für Geschenke? Nun, am besten Sachen aus Erz. Sachen, die dem Elementar gefallen. Sie stimmen auf unsere Wunsch hin einzustimmen. Ich kann gerne ein oder zwei von meinen Steinen anbieten, aber... Vielleicht kann ich ein paar alte Hufeisen anbieten. Nein. Ich glaube, das würde den Elementar eher verstimmen. Vielleicht könnten wir Kunsthandwerker. Schöne Kunsthandwerke zum Beispiel, das wäre eine feine Sache. Oder ein edelgeschmiedetes Artefakt oder eine Klinge oder etwas derlei. Ich halte mal also aus Reflex gut meine Waffen fest. Naja, ihr macht das schon mit diesem Toten. Ich kümmere mich um die Pferde. Wartet einen Moment. Ich bräuchte einen Moment. Gib mir eine Stunde. Natürlich. Und wollte mich dann auf den Weg zur neuen Residenz machen, die gegenüber liegt? Ja, okay. Also du möchtest zur alten Residenz und da zur Staatskammer. Genau. Ja, du wirst feststellen, dass die verschlossen ist. Ich würde mich umgucken nach einem, Bediensteten. Ja, vielleicht läuft da jemand an dir vorbei. Melvin Störebrand, der gerade in dem Flur herumläuft mit seinem Sternengewand und guckt dich an. Hat wohl gerade schon sein Schlafgewand mit den Sternen drauf an und guckt dich ein bisschen verschlafen an. Ah, mein Guter, wir benötigen nun ja etwas pekuniäre Unterstützung. Ja, das klingt ganz interessant, aber was hattet ihr mit der Schatzkammer vor? Wie ich mich erinnern kann, steht doch einem Ritter des Haus Garel eine gewisse Apanage zu, könnte man sagen. Und die wolltet ihr euch jetzt selbst nehmen? Wir bräuchten sie kurzfristig. Vielleicht könntet ihr mir kurzfristig mit einem kleinen Kredit aushelfen. Ich zahle dieses natürlich selbstverständlich zurück aus meiner Apanage. Tja, also... Na gut, ihr könnt jetzt natürlich nicht einfach in die Schatzkammer laufen, aber ein Ritter des Reiches, ich kann euch einen Schuldschein ausstellen, wenn ihr wollt. Ich bräuchte auch Dukaten, also Gold. Wo soll ich denn jetzt Dukaten in rauen Mengen herzaubern? Ein Schuldschein von 100 Dukaten kann ich euch wohl geben. Bin nicht sicher, ob ich mit diesem Schuldschein bei einem Händler bezahlen könnte. Ja, sicherlich. Also wenn dort mein Siegel und mein Stempel drauf ist, dann werdet ihr sicherlich mein Leumund, gerade aus meiner Familie und auch mein Name ist hier bekannt als mittlerweile erster Hofmagus. Ah, nun gut. Dann würde ich vorschlagen, erstmal einen Schuldschein über, sagen wir, 25 Goldstücke. Ja, wenn ihr meint. Hervorragend, hervorragend. Ich wusste doch, mit einem Hofmagus kann man reden. Er schüttelt so ein bisschen den Kopf und geht dann in Richtung seines Zimmers, verschwindet da dann und kommt dann mit einem Schuldschein wieder nach draußen. Bitte hier unterschreiben. 25 Dukaten. Gerne. Unterschreibe halt. Siebter Ingrim. Schüttel ihm nochmal die Hand. Siebter Ingrim. Abel Mirja Morines. Ja, er nimmt deine Hand und schüttelt sie auch. Zuckt mit den Schultern. Ja, diese Durchschrift ist für euch. Viel Erfolg damit. Vielen Dank. Aber bitte geht nicht wieder an die Schatzkammer.
Das ist das Gold des, naja, vielleicht mittlerweile Silindians. Sicher, sicher. Wann auch immer er aus Punin kommt. Wann immer er wieder kommen mag. Vielen Dank nochmal. Ja, ich gehe dann wieder zurück. Ich suche mir in der Nähe des Ingrim-Tempels, gibt es doch bestimmt Kunsthandwerker, vermute ich mal, oder? Kunsthandwerker? Ja, so wie. Ja, Kunsthandwerker. Ja, würfel mal auf Gassenwissen. Talente ist Gesellschaft, oder? Ja. Also das, was du jetzt brauchst, ist entweder die Nordlandbank oder die kaiserliche Münze, eins von beiden. Aber Kunsthandwerk wirst du hier nicht finden. Das letzte Kunsthandwerk, was es hier gab, war die Goldschmiede von Reo Gemschneider. Okay. Also entweder Nordlandbank hier oder die kaiserliche Münze. In die Schmiede haben wir echt komplett leer geräumt. Dann würde ich erstmal die Nordlandbank aussuchen und den Schuldschein einlösen. Ja, da bekommst du selbstverständlich, er ist halt ein Störrebrannter und die Nordlandbank, du kriegst deine 25 Dukaten. Gut, gibt es... Ich suche jemanden, der mir bunten Sand verkaufen könnte. Also verschiedenfarbigen Sand. Rot, gelb, blau, keine Ahnung. Aktuell? Nee, aktuell wirst du niemanden finden, der dir bunten Sand verkauft. Die sind aktuell alle damit beschäftigt, die Stadt wieder aufzubauen. Ja, oder sich irgendwie Essen zu besorgen, aber bunten Sand, da ist kein Händler, der gerade bunten Sand verkauft. Okay. Es gestaltet sich doch schwieriger, als ich dachte. Ja, dann gehe ich mal zurück zu den anderen. Ich weiß nicht, was sie inzwischen gemacht haben. Da bist du ja, Abel, mir. So langsam wird mir echt langweilig. Können wir jetzt endlich weitermachen mit diesem Elementar-Ding? Habt ihr gute Geschenke gefunden? Leider nicht. Die Geschäfte sind entweder abgebrannt, die Leute verzogen und den letzten Kunsthandwerker mussten wir leider hinrichten. Okay, ich frage besser nicht nach. Können wir nicht einfach irgendwas im Tempel suchen und das opfern? Wir werden keinen Tempelschatz opfern, um ein Wasserzimmer zu berufen. Ja, könnt ihr das Ding dann auch so rufen oder geht das nur mit Geschenken? Naja, Geschenke wären schon besser. Also. Das heißt, ihr braucht welche oder ihr hättet gern welche? Ich hätte gerne welche für das Element. Also braucht ihr keine? Ja. Können wir es dann nicht einfach ohne machen? Können wir dem Elementar nicht erklären, dass wir ihm nächsten Monat Geschenke geben? So ist das. Also, erstens rufe ich ein Elementar des Erzes. Und die sind von Natur aus, wie sagt man über Zwerge, die seien solide. Und die Elementare des Erzes, die sind ebenso solide. Geradlinig. Ich glaube nicht, dass ihr ihn überzeugen könntet, wenn ihr sagt, ja, es gibt nächsten Monat dann irgendwas. Das funktioniert so nicht. Also entweder haben wir was oder wir haben nichts. Wie gesagt, ich steuere hier ein, zwei Edelsteinchen mit dazu. Aber wenn wir halt nichts haben, haben wir halt nichts. Also ich hab nix. Hat sonst irgendwer irgendwas? Ich fürchte nicht, nein. Wie wäre es denn mit einigen der Statuen, die hier vielleicht ein bisschen angeknackst herumliegen? Wenn wir eine schöne intakte Statue finden, dann wäre das schon mal eine feine Sache. Ich glaube nicht, dass wir die intakten Statuen kaputt machen dürfen. Wir machen sie nicht kaputt. Denkt ihr denn? Macht ihr Elementar denn dann mit der Statue? Nun, er nimmt sie mit. Ja, aber dann ist sie weg. Ja, aber nicht kaputt. Das ist der gleiche Effekt. Nein, das ist was vollkommen anderes. Ja, aber für die Leute, die hier wohnen, ist das der gleiche Effekt. Naja, aber wenn es eine der Statuen ist, die keiner vermissen wird. Habt ihr noch zufällig eine, von der ich nichts weiß? Nein, ich meine die, bei denen wir Sachen gefunden haben, die dort nicht hingehörten.
die wir alle kaputt gemacht haben? Ach ja, da war ja was. Ja, also, wir haben wirklich gar keine übrig gelassen. Das Rohmaterial ist sehr gründlich. Vorhanden, nicht wahr? Was, wo? Das Rohmaterial, aus dem diese Statuen bestanden. Ja. Rohmaterial, möchte dieser Djinn das? Nun, es ist wenn es Marmor wäre oder etwas in der Art, dann... Es ist Gold. Gold? Ja, nein, das waren doch ganz viele steinerne Statuen auch. Aber ich weiß nicht, was für ein Stein das ist. Können wir nicht, wenn ihr Marmor wollt, da vorne ist ein ganzer zerstörter Ingil im Tempel. Da wird doch so viel Marmor sein, dass ich damit euch alle abwerfen könnte, bis ihr tot seid. Da nehmen wir uns halt ein bisschen davon, legen das hier hin, sagen den Elementar soll es mitnehmen und Goodies. So naja, funktioniert das nicht. Bei den Marmor dachte ich eigentlich erstmal daran, ich brauche ja etwas Material, aus dem sich der Djinn oder der Elementar formen kann. Da wäre Marmor schon schön. Was ist denn falsch mit Stein? Naja, Marmor ist besser. Aber es geht auch ohne, ja? Ja. Ja, braucht ihr jetzt eine Marmorstatue oder was braucht ihr jetzt? Also ich hätte gerne ein bisschen Marmor als Material für den Djinn oder das Elementar, je nachdem was ich rufen soll. Ich denke ein elementarer Diener wird es eigentlich tun. Und ja. Also ein bisschen Marmor kann ich euch da vorne aus dem Tempel holen, das ist nicht das Problem. Gut, gut. Dann halt ohne Geschenk für den Diener. Ist natürlich jetzt nicht ideal. Wenn er uns nicht wohlgesonnen ist, dann wisst ihr ja, woran es liegt. Wie wäre es mit einer tiefen Meditation, bevor ihr euch auf die Beschwörung einstimmt? Nein, aber eine Reinigung, das wäre wichtig. Wenn er uns nicht wohlgesonnen ist, werden wir ihn auf die altmodische Methode direkt wieder bannen. Was denkt ihr denn? Nicht wohlgesonnen bedeutet einfach nur, dass er uns den Wunsch nicht erfüllt. Nicht, dass er uns gleich angreift. Und wenn er uns den Wunsch nicht erfüllt, hat er keinen Zweck in dieser Sphäre und muss gebannt werden. Das spricht der Bannstrahl aus ihm. Er kann und nicht so aus seiner Haut. Ist es recht, Avelmeer. Wir können solche Viecher schließlich nicht einfach herumlaufen lassen. Ihr werdet den Djinn, der uns nicht angreift, nicht... Er wird sich recht verhalten. Vertraut mir. Haltet ihn im Zaum. Gut. Dann wollen wir mal schauen. Wie sieht's aus mit deiner Beschwörungsschwierigkeit? Beziehungsweise Herbeirufungsschwierigkeit? Das wäre für einen elementaren Diener eine plus 4. Mhm, genau. Ich bin Geode mit Spezialisierung auf Erz. Ich will ein Erzelementar rufen, also minus 2. Warte mal. Wir gehen von oben runter. Du kannst mir dann die Modifikation sagen. Elementargeist ist eine plus 4. Dann Qualität des wahren Namens. Habe ich eine Q5-Qualität, also minus 5. Genau, dann Ausrüstung des Herbeirufers. Ja, wie gesagt, ich will eine rituelle Reinigung vornehmen, also eine minus 2. Ja, aber nur wenn du nackt bist. Gut, ziehe ich mich halt nackt aus. Genau, nackt und rituelle Reinigung sind jeweils eine minus 1. Ja. Gut, dann Fähigkeiten des Herbeirufungs. Begabung für das gerufene Element? Ja. Merkmalskenntnis? Also, wie gesagt, Bio oder Erz, ja. Ja, gut, dann ist das schon mal eine minus 4. Begabung dämonisch hast du nicht, Paktierer bist du nicht. Affinität zu Elementaren hast du... Ja, habe ich. Ist eine minus 1. Kann das sein? Nein, nee, ich glaube... Bei der Beschwörung ist es egal, ne, genau. Affinität, verhüllte Aura, schwache Ausstrahlung, Stigma. Habe ich Elementare Zitadelle ist es nicht. Es ist ein Ort elementarer Reinheit, potenzieller elementarer Ort. Du bist erstmal in einem kulturell genutzten Ort, also in einer Stadt, das ist eine plus 1. Und jetzt mit dem Ingrim-Tempel Element ist vorherrschend, definitiv. Und ich sag auch mal, es ist einfach eine minus 1 für den Ort. Okay, alles klar. Ort minus 1. Du hast eine Kraftlinienmagie, oder? Mhm, genau. Wie hoch? Kraftlinien 1. Ja. Garrett liegt natürlich auf einem Kraftknoten, auch wenn er hier nicht ganz in der Nähe ist, aber das sollte schon gehen. Mhm. Also eine Erleichterung davon? Vom Ort eine minus 1. Okay, alles klar. Dann gib mir mal eine Sternkunde plus 7. Da, einen Moment. 7
und Sternkunde. Ein W20 bitte. Ja. Dann möchtest du Geschenke anbieten und minus 7 bis minus 2. Was bietest du an? Genau, zwei Edelsteine, jeweils im Wert von 30 Dukaten und ja, da die anderen ja nichts auftreiben konnten, sind das die Geschenke, die ich anbiete. Gut. Durch die Sternenkundeprobe bekommst du eine plus 2 auf die Anrufung. Ist einfach gerade nicht so ganz günstig. Ja. Und dann könntest du quasi mit der Qualität der verwendeten Materialien. Das ist eigentlich rein. So eine plus minus 0. Ja. Qualität der verwendeten Materialien. Ja, einfach dann die Probe mal würfeln. Ja. Also mit allen Sachen eingerechnet. Klarer Name, bla bla bla. Ich jetzt. Ja. Achso, du hast noch nicht gesagt, wie viel ich für die Donaria bekomme als Erleichterung. Das kommt drauf an, du wolltest jetzt Marmor geben oder Steine? Nee, die Edelsteine. Also zwei Edelsteine jeweils im Wert von 30 Dukaten. Achso, okay, das ist jetzt für die als Geschenk. Also, ja, genau. Einen für ein Geschenk Kontrollprobe und einen für Geschenk zur Herbeirufung. Edelsteine sind besonders edel. Das ist eine minus 6. Okay. Und das ist eine gute Probe. Was? Ja. Gut. Hast du dir Zeit gelassen? Ja. Ja. Dann könnt ihr erkennen, wie nach 10 Minuten die Erde leicht bebt und einige Kies- und Sandwolken aufstieben und dann den Geoden einhüllen. Dann könnt ihr erkennen, wie sich der Staub langsam legt und sich formt zu einem Wesen. Ihr könnt sehen, wie eine Kreatur dort steht, stolz, die Arme vor der Brust verschränkt, starr wie der Fels und die Beine dann eben auch fest auf dem Boden. Das Gesicht sieht ebenmäßig aus, aber ohne jede Regung darin, also wie eine Statue, ist das Ding geformt. Steht es einfach ohne eine weitere Bewegung dort und verharrt. Ja, dann jetzt die Kontrollprobe. Genau, einmal den Befehl bitte, was du ihm auftragen willst. Roraknur, ich bitte dich, öffne die Rüstung, sodass wir die Leiche entfernen können und schade weder der Rüstung noch der Leiche in großem Maße. Donaria, bring nochmal die minus 6er Erleichterung. Affinität zu Elementalen minus 3. Also Merkmal Element Erz minus 2. Und wahrer Name nochmal minus 2. Damit wäre ich bei einer Erleichterung von 13. Gehört der gefällige 13. Ja. Aktuell ist der Befehl oder der Wunsch ist Kontrolle über Element. Ja, es ist aber eigennützig ausgesprochen, weil ihr die Rüstung danach wieder verwenden wollt. Und zusätzlich handelt es sich dabei um einen Ketzer. Es ist kein Paktierer, es ist kein Minderpaktierer, er ist einfach ein Ketzer. Und den Elementen unheilig, dementsprechend gebe ich dir nochmal eine plus 1 und dann sind wir bei einer plus 2 auf die Probe. Okay, also nur noch eine Erleichterung von 11. Ich meine, zählt es noch, dass er Ketzer ist, wenn er tot ist? Ja. Okay. Gut, Kontrollwert ist 14, dann ein W20. Ja, eben noch stand er ohne eine Regung, ohne eine Bewegung dort vor dir, hat sich gebildet. Der Staub hat sich gelegt oder um ihn herum geformt, sodass er jetzt leicht glitzert. Und die Edelsteine, die du ihm hingereicht hast, wird er nehmen und in seiner Hand dann zerdrücken, sodass sie dann nur noch zu Staub herunterrieseln. Was störst du schon wieder? O vorum fortum lamortum. Obobara aba. Du hast mich doch vor kurzem erst gerufen. Ich bin Roraknur und dies weißt du. Nun, Rorak. Ich brauche deine Hilfe, wie du siehst. Ich hoffe, du kannst
mir noch einmal helfen. Ich weiß, du musst nicht länger bleiben, sobald du mir meinen Wunsch gewährst. Ich bitte dich. Wann wirst du, kleiner Bruder, endlich lernen, ohne mich zu leben, zu existieren? Ständig störst du mich in meinem Schlaf, rufst mich in diese Welt. Dabei bewegt er sich auf die Rüstung zu und greift einmal mit seinen Händen, die sich um das Metall schließen. Er dringt einmal kurz in die Rüstung ein und öffnet sie dann wie ein Sarg. Ihr könnt darin erkennen, wie viele Dornen nach dem Fleisch greifen und Blut daran hängen bleibt. Er ist wie in einer eisernen Jungfrau gefangen, wenn er sie jetzt, wie gesagt, öffnet. Ihr könnt dann den zerschandelten Körper ohne Kopf, wie gesagt, von Udalbert dann darin sehen, der jetzt auch den Verwesungsprozess begonnen hat und ja, sein restliches menschliches Wesen dann daraus befreien. Auch wie gesagt, wenn jetzt von der einen Seite diese eiserne Jungfrau nach ihm gegriffen hat und von der anderen Seite natürlich auch, aber Jalan hatte ja die fixe Idee, diese Rüstung dann für eigene Zwecke zu benutzen. Die muss unbedingt umgeschmiedet werden. Also das ist unheiliges Material, auch wenn da jetzt noch Zaubersprüche drauf liegen und sie in den Yolgurmaker Schmieden dann erschaffen worden ist, aber da kannst du nicht mal reinsteigen. Orak'nur stellt sich wieder hin, nickt und zerbröckelt dann. Orak, ich danke dir. Nun, die Rüstung ist offen. Das war ganz beeindruckend. Nun, es ist ein umgänglicher Elementar. Wollte ich gerade sagen, das war der freundlichste, den ich bisher gesehen habe. Ich habe auch noch nicht viele gesehen. Und er schien mir eher gleichmütig, müde vielleicht. Ja, er ist halt ein Elementar des Erzes. Ein Elementar des Feuers zu beschwören, das ist eine ganz andere Sache. Hitzköpfig sind die. Aber so einen habe ich mal gesehen. Schrecklicher Anblick. Nun, und jetzt? Wollt ihr den Mann beerdigen? Richtig, richtig. Ich hatte mich vorhin noch erkundigt, ob die Buvon-Geweihten langsam hinterherkommen und so ist es wohl. Wir können ihn wohl dort abliefern und sie kümmern sich um die Bestattung. Nun, habt ihr auch ein Leichentuch mitgebracht oder wollt ihr den zerschundenen Udalbert jetzt durch die halbe Stadt tragen? Ja, wir sollten uns vielleicht einen Karren und eine Plane besorgen. Natürlich.